Der Jubel im rot gefärbten Fraktionsraum der SPD war kaum zu überbieten. Sven Gehrig wird neuer Oberbürgermeister von Wiesbaden. Und so wirklich hatte wohl niemand damit gerechnet. Am wenigsten wahrscheinlich er, Helmut Müller, der sich gleich nach der Ergebnisverkündung einen Weg bahnte, um seinem Gegner zu gratulieren. Die Entscheidung war trotz allem denkbar knapp. Nur 1,6% lagen am Ende zwischen den beiden Kandidaten. Der Überraschungssieger des heutigen Abends heißt Sven Gehrig. Herr Gehrig, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Dankeschön. Als Sie eben im Fraktionsraum gejubelt haben, habe ich gesehen, da waren ein paar Tränchen in den Augen. Ganz ehrlich, haben Sie selber mit diesem Ergebnis gerechnet? Ich habe heute Morgen nicht damit gerechnet. Für uns war das Erreichen der Stichwahl schon ein Riesenerfolg. Wir haben darauf gehofft, dass es knapp wird. Aber ich habe vielleicht ein knappes Ergebnis mir gewünscht, aber habe vermutet, dass es eher in die andere Richtung ausfällt. Deswegen bin ich einfach überglücklich heute. Und da schäme ich mich auch der ein oder anderen Träne nicht. Das brauchen Sie, glaube ich, auch nicht. Wie haben Sie denn letztlich diesen Erfolg, diesen Umschwung möglich gemacht? Sind das die Stimmen der Grünen, die an Sie übergegangen sind? Oder was war da letztlich ausschlaggebend? Na, ich glaube, ausschlaggebend ist zum einen die klare Wahlempfehlung der Grünen. Das ist aber nur das eine, denn eine Wahlempfehlung bedeutet noch nicht, dass die Menschen auch wählen gehen. Wir können am Ergebnis in den Bezirken, wo die Grünen stark waren, sehen, die Grünen waren alle wählen. Deswegen herzlichen Dank an alle grünen Wählerinnen und Wähler hier in der Stadt. Das war ein deutliches Signal, auch zum Beispiel für das Jahr 2016 fortfolgend. Auch der SPD-Spitzenkandidat für die hessische Landtagswahl im Herbst konnte den Sieg kaum fassen. Das ist ein unglaublich gutes Ergebnis für uns. Das tut uns gut. Das ist ein echtes super Wochenende für die Sozialdemokratie nach einem großartigen Wahlparteitag, nach einem Programmparteitag. Jetzt noch dieses Spitzenergebnis hier in Wiesbaden, das niemand erwartet hat. Es hat vor 14 Tagen niemand erwartet, dass wir in die Stichwahl einziehen, dass wir am Ende gewinnen. Das hat niemand erwartet. Insofern ist es unglaublicher Rückenwind auch für das, was wir in Hessen vorhaben. Kurz vor 18 Uhr hatten die letzten Bürger noch ihre Stimme abgegeben. Nur 20 Minuten später kamen die ersten Zahlen und damit auch die ersten Jubelschreie im roten Lager. 9% Vorsprung. Doch dann folgte die Nervenprobe. Zwischen beiden Kandidaten wurde es immer enger und der Aktualisierungsbutton sämtlicher Smartphones wurde arg strapaziert. Am Ende Jubel bei den einen, tiefe Enttäuschung bei den anderen. Also zuallererst gratuliere ich dem Gewinner heute Abend. Bei dem Ergebnis gibt es nichts zu deuteln, das ist eine klare Sache. Und ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben und vor allen Dingen auch bei denen, die mich gewählt haben. Die Analyse des Wahlergebnisses ist für mich noch ein bisschen zu früh, um zu sehen, welche Strömungen dazu geführt haben, weshalb das so gekippt ist. Es ist ja jetzt schon so eine Art Phänomen. Bundesweit hat die CDU schon ein paar Großstädte an die SPD verloren, auch letztes Jahr in Hessen, zuletzt in Frankfurt. Macht Ihnen das nicht Angst? Woran könnte das liegen? Ist die CDU nicht mehr urban genug? Also in der Demokratie sollte man vor solchen Entwicklungen keine Angst haben. Nein, ich denke, wir haben heute verloren, da gibt es nichts zu deuteln. Aber ich glaube, der Abstand ist so knapp, dass man nicht sagen kann, dass da Welten dazwischen liegen, dass die eine Partei jetzt sozusagen die Großstadtpartei ist und die andere nicht. Ich glaube, wenn da 10 oder 15 oder 20 Punkte dazwischen lägen, könnte man das sagen. Aber ich glaube nicht, dass die Union auf dem falschen Weg ist. Auch die Wahlanalytiker haben sich mit dem überraschenden Wahlausgang befasst. Für sie besonders auffallend? Wir haben den eher ungewöhnlichen Fall, dass sozusagen von der Hauptwahl zur Stichwahl die Wahlbeteiligung in Wiesbaden diesmal leicht angestiegen ist. Im Bereich eines halben Prozentpunktes. Das hat sicher mit der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit dieser spannend gewordenen Wahl zu tun und natürlich mit den hohen Mobilisierungsanstrengungen, die die beiden Parteien CDU und SPD für ihre jeweiligen Kandidaten im zweiten Wahlgang vollbracht haben. Das sei vor allem dem SPD-Kandidaten gelungen, der 12,4% mehr Stimmen holte als noch im ersten Wahlgang. Sven Gehrig habe sowohl das linke Lager als auch die Wähler der Grünen von sich überzeugen können. Diese hätten ihn in manchen Wahlkreisen sogar stärker unterstützt als ihre eigene Kandidatin vor 2 Wochen. Am Wahlabend wurde die rote Party also nicht ohne Grund noch bis in die Nacht gefeiert.